Ja, fröhlichen guten Morgen aus der Kolonie. Heute sind wir tatsächlich sehr, sehr früh hier. Es ist jetzt kurz nach 7 Uhr und wir erwarten den Abpumper. Abpumper, was für ein Abpumper? In so einer Kleingartenkolonie gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man hat eine Kolonie, die angeschlossen ist an dem Entwässerungs- und Bewässerungs- und wie heißt das System? Kanalisation. Oder so wie wir haben ein sogenanntes U-Boot, das heißt, wir haben also einen großen Behälter, der verbuddelt ist, hier bei uns im Garten. Dieser Metallcontainer oder wie man es nennen, liegt da drüben? Was? Plastik. Plastik? Oh, der ist aus Plastik? Ich hätte gedacht, der ist aus Metall. Kunststoff. Kunststoff, okay. Und was ist das denn, warum liegt der da drüben? Ach so, der liegt nicht da. Also, jetzt habe ich ja falsch verstanden. Also, dieser Container, Behälter aus Kunststoff liegt hier unter verbuddelt. Und das ist das Auslass, Ventil, Rohr, wie auch immer. Und hier kann man eben gucken, wie viel haben wir noch, wie viel Platz haben wir hier noch. Und müssen das auch ständig messen, damit der nicht irgendwann mal einfach überläuft. Wenn das soweit ist und man ungefähr gemessen hat, wie weit wir so sind, kommt ein Unternehmen, was das eben abpumpt, das Abwasser, die Fäkalien. Dann nach Möglichkeit wird der Behälter nochmal gespült mit Wasser. Und auf diesen Mann warten wir jetzt. Wir sollten um 7 Uhr hier draußen sein, damit der hier das alles abpumpt. So, und los geht's. Der große LKW mit seinem Tank nimmt das jetzt alles auf. Die Rohre sind mit Verlängerungen versehen, damit der mir nicht durch den ganzen Garten rennt. Und dann wird abgepumpt. 3 Kubikmeter fasst ja unser Tank. Wir sind jetzt bei 2,5 Kubik. Also mit anderen Worten, wir hatten noch einen halben Kubik übrig. Aber das ist uns dann auch ein bisschen zu gefährlich. Jetzt wird nochmal mit Klarwasser nachgespült. So, da wird man so noch hin, der holt da jetzt mit dem Lappen nachwischen. Na, mich wird er ja wohl kaum meinen. Und dann können wir wieder ganz getrost und beruhigt die Toilette benutzen. Haben wir natürlich vorher auch, aber wenig.